Hallo und herzlich willkommen bei Cardos Lego. Ich bin Cardo, hier ist mein Lego und zwar haben wir heute das Zweitmodell vom Lego Set Nummer 4956. Und ja, was sehen wir hier? Wir sehen ein schönes Haus mit einem wunderbaren Laubengang, der mir sehr gut gefällt. Wir haben hier auch wieder die Garage verbaut. Das Tor ist im Prinzip das gleiche wie bei dem anderen Modell. Wir fangen wieder am Vorgarten an, eine etwas kürzere Einfahrt. Hier dieser schöne Laubengang mit den Bögen. Wir haben Dachrinnen, wir haben einen kleinen Busch, der im Prinzip ein gekürzter Baum ist, also ein Baum mit kurzem Stamm. Ist ähnlich gebaut wie bei dem Ferienhaus, bloß dass hier das hellgrün ist. Hier ein schöner Briefkasten, so ein amerikanischer mit so einer Fahne, finde ich sehr schön. Hier die Laterne gefällt mir gut, die Blumen hier gefallen mir gut und auch hier mit dem Zaun. Hier drin sind auch Fenster, wie man sieht. Hier unten ist auch noch eine Laterne, das sieht man ein bisschen. Hier noch ein Lüfter an der Seite, hier oben auch noch ein Lüfter und noch ein kleineres Fenster. Hier gibt es sogar hinten einen Weg, das finde ich cool. Ansonsten hier eher kahl und hier ist was nicht richtig fest. Hier haben wir einen Schornstein mit vier kleinen Schornsteinchen. Hier, das hat ein bisschen so einen Ziegellook. Und hier auch das Dach, das ist hier ein bisschen anders gebaut. Hier auch der Schornstein hat hier so einen Knick. Hier unten ein bisschen Gebüsch, finde ich auch schön. Noch ein Lüfter, weitere Regenrinne. Und hier oben hat man halt noch dann diese Fenster mit dem Fensterbrett auf dieser Fläche hier. Hier sind dann auch die Platten genutzt worden. Und ja, genau, die Türen gehen auf und zu. Und dann würde ich sagen, hebt man mal das Dach ab, wenn ich es mal hinkriegen würde. Das hängt etwas fest. So, jetzt. Diesmal ist sogar kein falsches Teil abgegangen. So, was sehen wir hier drin? Nicht besonders viel. Wir haben hier keine Einrichtung. Wir sehen hier, es geht einen ganz schönen Schritt runter. Wir haben hier wieder zwei Türen. Hier sehen wir die Türklingel. Hier sehen wir die zweite Laterne. Hier ist auch noch so ein Clip verbaut. Da könnte man theoretisch einen Besen dran machen oder irgendwas anderes. Irgendeine andere Deko. Hier würde ein Auto reinpassen. Ist leider keins dabei. Finde ich ein bisschen schade. Garage, aber kein Auto. Na gut. Hier auch das Garagentor kann man genau wieder fast rumdrehen. Warum auch nicht? Die Dachkonstruktion von innen sieht ungefähr so aus. Ja, für manche ist es vielleicht spannend, für mich jetzt allerdings nicht so. Hier das Fenster kann man ein bisschen schwierig wieder nach außen biegen. Hier auch noch so ein bisschen Deko. Und ich muss dazu sagen, ich nenne das jetzt einfach mal das zweite Modell, weil auf der Sa Hauptseite der Verpackung, also auf der Vorderseite, besser gesagt, ist das andere Modell abgebildet und nicht das hier. Allerdings verbraucht das hier kaum weniger Teile, wenn nicht sogar noch mehr Teile als das vorherige Modell, was ich vorher gezeigt habe. Genau. Das sind dann hauptsächlich Dachsteine, die übrig sind. Also hier solche roten, aber trotzdem schönes Modell. Auch hier mit wirklich die Lampen, sehr schön, Blumenbeet. Auch super, dass hier hinten das halt noch weitergeht. Dass es von allen Seiten irgendwas hat. Dass es nicht zu langweilig aussieht. Finde ich echt schön. Genau. Ansonsten das Ganze auf einer grünen Grundplatte. Hatte ich noch nicht erwähnt. Sieht man aber, glaube ich. Hier auch wieder die Fußmatte, die da vorhanden ist. Genau. Und dann haben wir noch ein Modell. Und das ist nochmal was ganz anderes. Also bis dahin erstmal dranbleiben und tschüss.